Hallöchen und willkommen zu einem etwas anderen Demo-Donnerstag. Wir spielen heute den Swordmaker. Ja, ganz ohne Ton. Wir basteln uns ein Schwert. Nehmen Sie eine Klinge. Ich habe das auf Steam entdeckt und gedacht, ich probiere das mal aus. Überprüfen Sie die anderen Teile. Ach, das ist wahrscheinlich jetzt hier ein Tutorial, wo wir uns jetzt erstmal einfach was zusammenklicken müssen. So funktioniert es. Deko. Okay, ja, die Deko brauche ich nicht unbedingt. Bild speichern. Überprüfen Sie. Ah, und da haben wir dann unser Bild von unserer Waffe. Okay. So, darf ich jetzt selber Vorschau? Okay. So, ich glaube, jetzt dürfen wir ein Schwert bauen. Was nehmen wir denn Schönes? Oh Gott, gibt es hier viel. Ich will. Ja gut, das ist hier alles nicht verfügbar. Das ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja genug verfügbar. Ich glaube, ich möchte. Was möchte ich denn für eine Klinge? Gibt es sowas Klingonenmäßiges? Nee, ich glaube, ich will sowas hier. Sowas will ich. Und zwar farblich. Nee, nicht rosa. Rot, blau. Das sieht doch sehr cool aus. Und es. Zweites, ein schwarzes Griffstück. Dann mache ich was ganz Verrücktes. Aber das sieht, glaube ich. Nee. Nee, nee. Nee, wir bleiben dabei schwarz. Wie lang? Nee, das ist zu breit. So. So würde ich sagen. Dann brauchen wir hier so ein Mittelding. Nee, nicht so was Batman-mäßiges. Es muss schon. Ich weiß ja nicht. Ist ja was Einfaches. Eher so Säbel. Was zur Hölle? Das ist doch ganz cool. So, das ist das verdeckt, weil das dahinter braucht man ja eigentlich nicht. Farbe Nummer 1. Wenn die 2 sowas ist. Ich tatsächlich die 2. Auch hell machen und die 1 machen wir schwarz. Nee, das dürfen wir auf keinen Fall verlängern. Das sieht doof aus. Und sonderlich breiter auch nicht. Dann lieber so. Wir brauchen einen Griff. Nee. Das wäre so ganz klassisch. Das ist eher so Mittelalter. Nee, das ist doch ganz cool, aber das darf ruhig ein bisschen länger sein. Nicht zu lang, aber ein Ticken breiter. So, dass das so hier drinnen sitzt. Aber farblich, farblich muss man ja auch noch einiges machen. Sowas? So ein Grauton vielleicht. Ja. Ja, das passt. Ach, das war unten die Verzierung, sage ich jetzt mal. Hat was? Hat definitiv was? Das ist too much. Das ist irgendwie langweilig. Das hat was von Lichtschwert. Ein Sternchen. Ey, komm, wir machen ein Sternchen. Das müssen wir ein bisschen größer machen. Bisschen ausgleichen. So. Und da müssen wir jetzt im Idealfall diese Farbe finden. Sowas war das, glaube ich. Oh, ein bisschen länger oder doch ein bisschen. Ich habe das extra so gemacht. Dann doch lieber so. Die Frage, was ist denn das eigentlich? Oh Gott, hier kann man noch irgendwelche Muster machen. Brauchen wir dann noch eine Verzierung? Nee, das ist too much, glaube ich. Wo ist denn hier der Papierkorb? Siehst du hier irgendwo? Dann schieben wir es einfach aus dem Bild raus. Wenn dann so ein Kristall, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viel ist. Ich glaube, das ist so, wie es ist, schon ganz cool.
Jetzt müssen wir uns das speichern. Ja. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, das Bild laden. Kann man das nicht noch irgendwie drehen? Irgendwie nicht. Gespeichert ist es. Ja, mehr kann man hier nicht machen. Das ist der Swordmaker. Ich würde sagen, sehr kurze, knappe Demo, aber egal. Ich wollte mir das einfach mal angucken. Auf jeden Fall eine lustige Sache. Bis zum nächsten Demo-Donnerstag. Tschüss.